Gut, also ich würde vorschlagen, wir steigen ein. Wir sind in der Parallelsession B, praktische Tools, um die Patientinnen-Sicht einzunehmen. Wir haben hier wirklich sehr spannende, sehr vielfältige Inputs geplant und das Ziel dieser Session ist einfacher gesagt als getan. Das geben wir zu, die Patienten in den Mittelpunkt einer koordinierten Versorgung zu stellen. Bei dieser Session wollen wir es tun und nicht einfach nur sagen. Die Idee ist es, dass wir einige auch ganz konkrete Instrumente vorgestellt bekommen, dass wir diese kennenlernen, welche eben auch als Praktikerin, als Praktiker eingesetzt werden können, um die Gesundheitsversorgung eben zusammen mit der Patientin, zusammen mit dem Patienten zu machen. Auf Englisch wird dies als Co-Production bezeichnet, habe ich auch neu gelernt. Heute ein ganz wichtiges Thema unter internationalen Qualitätsfachpersonen. Und damit eben solche Instrumente tatsächlich zum Einsatz kommen, braucht es nebst einem aktiven Interesse, das sie alle zeigen, das aktive Interesse der individuellen Fachpersonen, auch die Unterstützung der größeren Organisationseinheit, beispielsweise eines Ärztenetzwerkes oder sogar einer Krankenversicherung. Unsere Hoffnung heute von EQAM ist, dass wir Ihnen Inspiration bieten können, die vorgestellten Instrumente in die Praxis auch einzusetzen und vielleicht auch schon nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Wir haben uns den Ablauf dieser Parallelsession so vorgestellt, dass wir beginnen mit Nio Tapela. Ich habe sie schon ganz kurz bei der Einführung vorgestellt. Sie ist, wie gesagt, wissenschaftliche Leiterin des iCHOM und wird über den praktischen Einsatz von Patient-Reported Outcome Measures, den PROMs, sprechen. Das heißt eben die systematische Verwendung von Fragebogen zum subjektiv erlebten Gesundheitszustand. Dann haben wir Andrea Glessel bei uns, Forscherin und Dozentin an der Universität Zürich und der ZHAW. Und sie wird über Video leider nur, aber trotzdem sind wir froh, Sie zu haben, über DPEX sprechen, eine nach Krankheitsbild geordnete Online-Plattform von Video- und Audioaufnahmen von PatientInnen, welche über ihre reale Erfahrung mit ihrer Krankheit und mit der Gesundheitsversorgung sprechen. Dann haben wir bei uns Kai Schnabel, Abteilungsleiter des Instituts für medizinische Lehre an der Universität Bern. Er wird über die praktischen Möglichkeiten des Einsatzes von Simulationspersonen sprechen, und zwar auch außerhalb der Lehre, auch für langjährige Praktiker der ambulanten Gesundheitsversorgung, welche daran glauben, dass sie sich immer weiter verbessern können. Und schlussendlich wird Karin Fattinger, Vorstandsmitglied der Patientenstelle Zürich und des Schweizerischen Dachverbands, über Open Notes und eben der Idee, die dahinter steckt, sprechen. Und dabei geht es darum, die Patientinnen wirklich einzubinden, kontinuierlich und transparent ihnen eben auch den Einblick zu geben in die Krankheitsgeschichte und das partnerschaftlich. Das wären die vier Inputs, die geplant sind, immer so mehr oder weniger 7 Minuten lang. Wir wollen Ihnen auch die Gelegenheit geben, sofort im Anschluss an die Präsentation 1, 2 Fragen zu stellen. Aber Sie müssen nicht enttäuscht sein, wenn es dann für die Frage nicht mehr reicht, weil wir werden am Schluss alle 4 ReferentInnen vorne auf der Bühne empfangen und noch einmal die Gelegenheit geben, Fragen aufzunehmen, Fragen zu beantworten und zum Schluss dann noch eine kurze Abschlussrunde machen, bevor wir wieder ins Plenum übergeben. Ich glaube, das wäre jetzt genug von meiner Seite. Der Ablauf ist so, dass Nio, unser internationaler Gast, beginnt und the floor is yours, Nio, please. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. It's an absolute pleasure to be here today, and thank you for the very kind and generous introductions. I am going to be sharing a couple of slides. I imagine that they will be presented or projected soon.
And what I've been asked to do is to speak about a tool called iTRM Set for Patient-Centered Outcomes. It's a tool that can help you measure and hopefully improve care based on outcomes that matter most to people living with diabetes. There we go. So iTRM, some of you who joined the value-based healthcare suite session this morning will probably have heard one of the co-founders of iTRM speak and talk about patient priorities, Stefan. So iTRM is an international nonprofit whose goal is to drive value-based healthcare through making sure that outcomes that are measured are based on outcomes that matter to patients. And I will talk in more detail in a later session about the way in which we do that and the foundations and the broader picture of how we drive that at a global and international scale. But this session is really to talk more practically about what you, as a clinician, as a Canton administrator, as a patient, as other stakeholders might do to measure outcomes that matter to patients with diabetes and to gain value from that, that measurement. So iTRM sets are capturing outcomes that matter to patients, and that includes outcomes that are reported by clinicians, so that includes survival and disease control such as hemoglobin A1C, as well as utilization of hospital beds, so admissions based on associated conditions such as DKA. In addition to that, the outcomes actually include patient-reported outcomes. And I mentioned this because oftentimes people think about value-based healthcare outcomes as just patient-reported outcomes, but it's actually outcomes that are important to patients. So it includes clinician-reported outcomes as well as patient-reported outcomes. Examples of patient-reported outcomes for diabetes include depression, so mood impairment that's associated with diabetes. They include function that's associated with diabetes. So the sets specify the outcomes. They also include data elements such as how to measure in a way that's standardized. So at what time points do you collect the data? For which patients is the data relevant? So our sets are relevant to people with type 1 diabetes as well as type 2 diabetes. They are relevant to adults. So we also do specify whether it's adult or pediatric population. We don't yet have a pediatric set, but it's important to be able to specify these details so that when you're making comparisons across time or in different clinics, you're able to not make wrongful conclusions about these comparisons. What you can do with the data, and the other thing I'd point out is that our sets are data frameworks. They are specifications of what data elements should be collected. Once you've collected data in this way and standardized, how can you use the information? How can you gain value from the information? So that includes, can be used for ensuring that care and treatment serves the needs of patients. And that is really the needs of patients looking at quality as well as quantity of care. Of life, and then also improving quality of care and optimizing clinical pathways. They can be used to look at disparities in health status. So, for example, understanding whether there's differences in outcomes by subgroups of patients. For example, subgroups for patients where you're looking at different education levels of patients, race and ethnicity groups, and even disability. So they can be used in a way that really helps you look at inclusion, at equity, and differences that might have a bearing in your ability to really be able to serve your patients well. Ultimately, the sets are really usable and intended to be used to transition care from models that are fee-for-service-based but fee-for-value. I just want to highlight quickly that the way that iTRM sets are developed, including the diabetes one, is through an international transparent consensus process where we bring together 25 to 30 individuals who are coming from different fields, and they include patients, and they work through a series of virtual meetings that they decide, based on literature and expert and lived experience, what outcomes are most important for this disease area and what validated, scientifically tested instruments can capture these outcomes well. We include patient involvement and patient voice in several ways in this process. Patients are active voting members of the working group. Typically, they're 20 to 25% of the working group.
We also, once the set has been proposed, when we have a draft of the set, we send out the set to patient organizations around the world where we get feedback from patients. This is patients in the order of 200 to 300 to say whether the proposed outcomes and the measures actually speak to their lived experience in their care context. And then last but not least, we include the patient reported outcomes as mentioned because they really do provide a subjective, direct perspective from the patient on their health status and its impact on their day-to-day lives. This is the elements of the diabetes set. I'm not going to go into it in a lot of details. Maybe I'll just highlight the patient-reported outcome measurement part of it because that is what tends to be less familiar or more new to clinicians and other stakeholders. In this set, we have three questionnaires. These are validated instruments that capture depression, diabetes-associated distress, and vitality. And we use PAID, it's a 5-item questionnaire that asks about fears related to diabetes worries. And it has been validated to be able to show change over time that is meaningful to patients. So that is an example of what can be used. 5 additional questions that I sent to patients, coupled with hemoglobin A1C and blood pressure, and maybe reducing the number of process-related elements that have been mentioned so far in the day. But you can use that as a powerful tool to really get a holistic picture of what matters to your patient, how they're doing, but also to really use it as evidence for improving quality of care and incentivizing care. I've already touched on these elements. I'll just mention here that in my last slide that in addition, these sets, our item now has 45 sets, among them is diabetes. They are available on our website to download as PDF, as Excel spreadsheets with the data dictionaries, meaning really detailed definitions of each of the elements. We also have supportive services around this, so you are able to get training. We have online training that's accessible on demand for convenience. And advice about, you know, if I didn't want to go with these 3 additional questionnaires, which one can I use to have a much more pragmatic starting point? You also have the opportunity to join a global community where people have experience with implementation in different care settings in different countries, including many in Europe and in Switzerland. So to learn from those experience, network and troubleshoot this value-based journey. And lastly, I would mention that we also have a list of curated, vetted implementation partners who may be more knowledgeable of your canton or of the challenges for your patient population that might help you with much more hands-on support for not only measuring, but actually using the measurement to drive change and improvement over time. The last thing I'd plug is our conference that is happening in Barcelona in October. So another opportunity to network and to learn and meet peers who are thinking similarly and struggling with capturing patient outcomes that matter to patients. Thank you. Geschätzte Teilnehmende des heutigen Symposiums, ich begrüße Sie recht herzlich. Mein Name ist Andrea Klessel und es ist mir eine Freude, Ihnen im Rahmen der heutigen Parallelsession ein praktisches Tool vorstellen zu dürfen, und zwar mit der Bezeichnung DPEX-CH, die Schweizer Datenbank individueller Patientinnenerfahrungen bzw. DPEX steht für Database of Individual Patients Experiences und wird am Institut für biomedizinische Ethik und Medizingeschichte an der Universität Zürich in Zusammenarbeit mit der ZHW am Department Gesundheit seit einigen Jahren bereits aufgebaut. Nun, was ist DPEX? DPEX ist eine Online-Plattform für Erfahrungsberichte zu Gesundheits- und Krankheitserfahrungen. Die Plattform illustriert relevante Themen aus Sicht der Teilnehmenden, konkret in Form von Video, Audio und ausgewählten Textausschnitten, die aus narrativen Interviews stammen und über reale Erfahrungen von Menschen mit Krankheiten bzw. aber auch spezifischen Gesundheitsthemen berichten. Wir haben uns in erster Front mit der Erarbeitung des Themas oder wie es bei DPEX heißt, Modulen mit Alzheimer- und Demenzerkrankungen befasst. Wir sind aktuell dabei, das Thema chronischen Schmerz zu bearbeiten, wie auch Multiple Sklerose,
Covid-19 steht noch aus in der Textaufbereitung und auch für das Thema Schwangerschaft und pränatale Diagnostik. Die Inhalte auf der Webseite werden ergänzt durch zusätzliche Informationen. Und was zentral ist und DPEX vielleicht auch von anderen Webseiten oder Internetseiten grundlegend unterscheidet, ist eine systematisch wissenschaftliche Aufbereitung der Inhalte. Und dieses Vorgehen wurde bereits im Jahr 2000 an der Universität Oxford durch Andrew Herxheimer und sein Team entwickelt. Also das heißt, im Grunde genommen handelt es sich wie um eine große qualitative nationale Studie, die sich eben auch an sozialwissenschaftlichen systematischen Methoden orientiert. Die wichtigsten Ergebnisse aus diesen narrativen Interviews werden dann themenspezifisch auf jeweils länderspezifischen Webseiten publiziert, wie es eben bei uns mit DPEX.ch zum Beispiel der Fall ist, oder eben die Ursprungswebseite aus England mit der Bezeichnung healthtalk.org oder eben auch wie in Deutschland DPEX Germany oder wie eben dort die Seite heißt krankheitserfahrungen.de. Insofern ist DPEX eben auch ein wissenschaftlicher Verbund zwischenzeitlich aus 14 Ländern, wie Sie hier sehen können anhand der kleinen Illustration der Tabelle. Und die englischsprachigen Inhalte umfassen zwischenzeitlich zu DPEX UK zu mehr als über 180 verschiedenen Gesundheitsthemen, die Sie dort veröffentlicht finden. Hier ein Auszug aus den wichtigsten Zielen zu den Erfahrungsberichten von DPEX. DPEX zielt darauf ab bzw. dient der Unterstützung und Information für Betroffene, Angehörige, aber auch als Unterstützung für Gesundheitsberufe wie auch Studierende und Auszubildende, sowohl in den Gesundheitsberufen als auch anderen Interessierten zu dem Thema Gesundheit und Krankheit. Die Webseite steht Patientinnen, Angehörigen, Klinikerinnen wie auch Ausbildenden, Forschenden und sämtlichen Interessierten frei zur Verfügung und ist speziell jetzt in der Schweiz mehrsprachig und in diesem Fall für Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch aufbereitet. Und die erste Verfügbarkeit war im November 2021, wobei wir jetzt bereits wieder einer zentralen Überarbeitung die Seite nochmal unterziehen und Vereinfachungen und die Strukturierung verändern wollen. Es geht im Wesentlichen um den Einbezug der Patientinnenperspektive auch zur Steuerung von Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung. Der Kern oder auch der zentrale Moment von DPEX ist, dass Patientinnen als Experten für die eigene Erkrankung oder auch Gesundheitserfahrung stehen und insofern über diese Äußerungen in den realen Erfahrungsberichten eben insofern hervorragend für die Ausbildung oder das Studium oder auch sogar zur Mitarbeit von Studierenden der Gesundheitsberufe, der Medizin wie auch anderen Fächern auf verschiedensten Qualifikationsebenen bereits genutzt werden und dort in das Curriculum Einzug gehalten haben. DPEX bietet aber auch mit einem ganz zentralen Ziel als Datenplattform die Möglichkeit der Forschungszusammenarbeit mit verschiedensten Institutionen, Hochschulen aus dem Bereich Gesundheit, Kunst, Medien, also in einem wirklich interprofessionellen wie auch interdisziplinären Spektrum bis hin zu den Medical Humanities, der Linguistik, den Literaturwissenschaften, wie auch hin bis zu Technologien. Anhand des Trailers möchte ich Ihnen nun kurz Einblick geben in den Aufbau der Seite, beziehungsweise so einen Kurzeindruck zu dem, was der Text eigentlich ist. En fait, c'est très réconfortant de pouvoir partager les propres expériences avec d'autres. It was a really difficult time and it would have been even harder without my family. Ja, wäre schon schön gewesen, wenn ich es ein bisschen früher gewusst hätte. And yeah, it was really difficult to know how to talk about this. Ad un certo punto ho capito l'importanza di condividere la mia storia. Und dann ist mir so richtig bewusst worden, wie wichtig das ist, dass jemand da ist, wo einem zuhört, wo da ist für einen.
Unsere menschliche Existenz entwickelt sich in Geschichten. Wortgewebe, die Vergangenheit und Zukunft zusammenknüpfen. Manchmal geschieht etwas. Ein gesundheitliches Problem, eine schwierige Entscheidung, eine unerwartete Wendung, die unsere Geschichte in Frage stellt. Manchmal unsere gesamte Existenz. Eine Datenbank mit Geschichten, die Bedeutung haben, im ganzen Land gesammelt. Das ist die Schweizer Datenbank individueller Patientenerfahrungen. Das ist DPIX Schweiz. Hier nur noch ein Beispiel aus DPEX, ein Originalzitat einer 77-jährigen Frau mit Multiple Sklerose seit 1998 und die eben im Jahr 2020 dann an Covid erkrankte. Ich meine, die einzige Person, die mich verstand, als ich Covid hatte, war ein Arzt aus dem 7. Studienjahr. Ein junger Arzt, der verstanden hat, dass man auch mit 76 Jahren noch darum kämpfen will, so gut wie möglich leben zu können. Weil je älter wir werden, desto mehr denken sie, wir brauchen nicht zu kämpfen. Ich wusste, dass ich nicht nach Hause gehen konnte in dem Zustand, in dem ich mich befand, aber sie wollten mich nicht in die Geriatrie stecken, denn dann hätte ich alles verloren. Für mich war es Rehabilitation. Mir zu helfen, das Maximum meiner Fähigkeiten wiederzuerlangen, damit ich zu Hause in Würde leben kann. Die Bedeutung von Erfahrungsberichten bzw. von systematisch erhobenen Narrativen, wie beispielsweise von DPEX, erscheint auf den ersten Blick eingängig, nachvollziehbar und sinnvoll. Dies wurde auch im weiteren Kontext durch Publikationen bereits im Jahr 2018, wie von The Lancet Global Health Commission betont, indem sie eben sagen, "Interviews with patients help to paint a more comprehensive picture of their experience within the health system." Und was weiterführend im Bericht eben beschrieben wird, dass reale Erfahrungsberichte in der Vermittlung von statistischen Informationen unterstützen können hinsichtlich des Verständnisses und der Akzeptanz von Evidenz. Dies wurde auch in einem weiteren Bericht der WHO, dem European Health Report von 2018 betont, mit dem Fokus, einen wertebezogenen Ansatz zu stärken und weiterhin im Jahr 2021 vom BAG erneut aufgegriffen, indem die Patientensicht ins Zentrum gerückt wird, wie auch an der heutigen Tagung. Mit DPEX sehen wir ganz konkrete Beispiele und auch Tipps für die Praxis in der Anwendung von Erfahrungsberichten mit hohem Potenzial, nämlich so, dass Patientinnenstimmen in der Praxis gezielt genutzt werden können und sie können Auskunft geben, zum Beispiel zu individuellen Verträglichkeiten im Sinne auch der Patientensicherheit. Sie zeigen uns Bedarfe, Bedürfnisse wie auch Erwartungen in der Versorgung auf. Sie liefern eine Art zielgenauere Basis für Outcomes oder lassen auch entsprechend zugeschnittene Reha- und auch Behandlungsziele aus diesen Erfahrungsberichten ableiten. Sie geben aber auch Feedback zur Kommunikation wie auch zur Interaktion im gesamten Kontext der Gesundheitsfachpersonen und der Medizin, sodass die Grundlage für eine qualitätsgesicherte Versorgung wie auch Verständnisfragen und die Erwartungsklärung im Rahmen von diesen Erfahrungsberichten zumindest ansatzweise gezeigt und aufgegliedert werden kann. Erfahrungsberichte werden in der Zwischenzeit genutzt, auch in der Schulung von Simulationspersonen, zum Beispiel im Rahmen von OSCE-Prüfungen. Sie halten ganz konkret Einzug in das Curriculum der Gesundheitsberufe über die Seite DPEX.ch und auch im Weiteren für die Medizinstudierenden, zum Beispiel an der Universität Zürich, wird nun auch ein ganz eigenes Modul entwickelt für die interprofessionelle Zusammenarbeit. Diesen Kurzvortrag nun abschließend. Das Team von DPEX.ch sagt Danke für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Interesse. Wir freuen uns auf Rückmeldungen und schauen Sie gerne rein und wenden Sie es an in der Praxis. Ja, es freut mich sehr, dass ich hier eingeladen wurde, um die Patientenperspektive, wie wir das im Unterricht machen,
auch mal vorzustellen und vielleicht auch mit Tools, die in der Aus-, Fort- und Weiterbildung eingesetzt werden können und auch eingesetzt werden, zu zeigen. Ich kann nur einen ganz kleinen Abriss machen, aber ich freue mich auf Rückmeldungen danach. Mediengestützte Kommunikationskurse im Blended Learning Format haben sich in den letzten Jahren etabliert bei uns. Vom Inhalt des Talks hier wurde ich gebeten zu sagen, was für Tools sind da verfügbar, was für Methoden ergeben Sinn, also wo ist Evidenz, dass das auch wirklich etwas verbessert in der Welt. Okay, ich kenne die Welt nicht komplett, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann mich auf zwei Tools beschränkt, die ich Ihnen kurz vorstellen werde. Was kann damit erreicht werden? Das ist vielleicht noch eine interessante Frage. Und was können Sie machen? Was wäre der Aufruf zum Handeln? Wo kann man wirklich die Patientensicht in der Versorgung noch stärken? Wo kann man solche Tools einsetzen? Das Outcome der ärztlichen Ausbildung ist in der Schweiz geregelt. Das ist der Profiles. Das sind Principal Relevant Objectives, die also Lernziele definieren, die verbindlich sind für die medizinische Ausbildung. An diesen Profiles orientiert sich auch die eidgenössische Prüfung, die wir 2011 eingeführt haben. Da haben wir eine praktische Prüfung, einen OSCE, den Frau Glessel schon erwähnt hat, wo anhand von Situations as Starting Points praktische Aufgaben von den Studierenden bewältigt werden müssen. Und da wird nicht nur bewertet, ob sie alles richtig gefragt haben, richtig untersucht haben und das Management richtig vorgeschlagen haben, sondern auch, wie sie in der Kommunikation waren. Und das zählt mittlerweile 25% der Note. Das hat zu einem dramatischen Effekt an den Hochschulen geführt. Seitdem haben wir in Bern, ich habe gerade eben mal nachgezählt, ich glaube 11 Kommunikationskurse eingeführt. Wir haben insgesamt 11 OSCEs in verschiedenen Fächern auch in der Pharmazie mittlerweile. Wir machen auch Kommunikationstrainings in der Pharmazie. Da oben, dieser kleine rote Kreis, das ist die Quelle praktisch von dem, wonach wir uns richten. Das ist ursprünglich mal das Rollenmodell der kanadischen Medizin gewesen, CanMeds. Und wenn man das so ein bisschen aufbläst, da steht in der Mitte der Medical Expert und außenrum sind noch 6 verschiedene andere Rollen und eine ist eben auch der Communicator. In den letzten Jahren hat sich die Kommunikation immer wichtiger erwiesen, als handlungsleitend auch. Kommunikation merkt man vielleicht, wenn man die Patientenperspektive mal einnimmt, wie ich auch schon mal im Krankenhaus operiert wurde. Als ich in die Schweiz kam, hatte ich einen Skiunfall und musste operiert werden. Und das ist sehr spannend, mal das ganze Gesundheitswesen von der anderen Seite des Tresens zu erleben. Ja. Und da merkt man durchaus, dass da manchmal noch Luft ist. Ja, ich habe auch sehr positive Erfahrungen gemacht, vor allem mit Pflegenden, muss ich an der Stelle sagen, die schon länger Kommunikationsunterricht haben und das hat man richtig gemerkt bei der Pflegeanamnese. Was für Tools gibt es? Und das sind zwei Tools, einmal DocCom, das ist das Original an der Drexel University von meinem lieben Kollegen Christoph Detwühler entwickelt, der leider kürzlich verstorben ist. Es sind über 40 Module, Breaking Bad News, verschiedene Sachen. Das können Sie auch, die 6 Module, die hier eingeblendet sind, DocCom, Drexel University, finden Sie im Internet. Die kann man auch frei benutzen, das ist englischsprachig. Und wir haben gemerkt, dass wir das im deutschsprachigen sowas nicht haben und haben uns dann mit Hilfe der Novartis Stiftung für Mensch und Umwelt hingesetzt und haben DocCom Deutsch entwickelt. Ja. Unter anderem auch mit Wolf Langewitz von der Universität Basel, mit verschiedenen Kommunikationsexperten aus dem deutschsprachigen Raum. Und zwar nicht nur der Schweiz, sondern auch Österreich und Deutschland. Mittlerweile wird das an über 20 Hochschulen und Verbänden eingesetzt zur Schulung von Kommunikation. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr schöne Entwicklung, vor allem aber, wenn man das nicht isoliert benutzt. Also isoliert einfach ein Computertool zu benutzen und sich die Filme anzugucken, das funktioniert nicht aus unserer Sicht. Ja. Es kann helfen, sich gut vorzubereiten auf Gespräche
Und so benutzen wir das auch. Ja. Eins von diesen 14 Toolen ist gerade neu entwickelt mit Mitteln der Schweizer Krebsstiftung, Sprechen mit Sterben. Und da haben wir ein Kommunikationsmodell entwickelt, zusammen mit Steffen Eichmüller, der die Palliativcare am Inselspital leitet. Nachfolgend haben wir dann Filme gedreht mit Simulationspersonen, da sehen Sie eine der Simulationspersonen, die dann wiederum annotiert werden rechts. Sie sehen rechts die Annotation, wir sind da in dem Film gerade bei der Situationseinschätzung. Was schön ist an den Filmen ist, man kann mit sogenannten Talking Heads, den ich da eingeblendet habe, sehen, was die Ärztin in dem Moment gerade denkt oder die Pflegende. Ja, ist interprofessionell entwickelt. Oder auch, was der Patient an der Stelle denkt. So können die Studierenden, die das Video interaktiv durchgehen, können auch Schritte zurückmachen und können nicht nur sehen, was da gemacht wurde, was rechts beschrieben ist, sondern auch, warum es gemacht wurde an der Stelle. Wir haben dazu geforscht und das führt wirklich zu besseren Patientinnen- und Patientengesprächen. Wir betten das Ganze ein in unsere Unterrichtsveranstaltung an der Universität Bern. Hier ist zum Beispiel ein Kommunikationstraining im sechsten Jahr und da sind vier verschiedene Gesprächsthemen, Breaking Bad News, Aufklärung und Einwilligung, motivierende Gesprächsführung und Sexualanamnese. Dazu sind die Studierenden aufgefordert, das korrespondierende Modul aus .com durchzuarbeiten, die Beispielfilme sich anzusehen, praktisch schon mal zu schauen, wie machen das erfahrene Experten an der Stelle. Dann führen Sie ein Gespräch mit einer von uns geschulten Simulationsperson, die dieses Szenario gelernt hat praktisch vorher und eine Schulung im Feedback gekriegt hat von uns. Dann nach dem Gespräch bekommen Sie Feedback aus der Patientenperspektive, um genau diese zu stärken. Also Sie sagen dann in der Rolle von Herrn Huber zum Beispiel, habe ich das so und so erlebt. Ja. Nachfolgend haben Sie dann noch die Aufgabe, Videos, die dazu gemacht wurden. Alle Gespräche werden aufgezeichnet mit Videos, zu annotieren, besonders gelungene Passagen rauszusuchen und Passagen, wo Sie denken, da ist irgendwas nicht so gut gelaufen. Und diese Videos mit den Schnipseln, die Sie raussuchen, was gut war und was noch verbessert werden konnte, werden dann mit Fachpersonen nochmal in einem Seminar besprochen, um sich zu verbessern. Und dann gehen Sie in eine zweite Runde, wo Sie dann ein zweites Szenario zu dem Thema erleben. Das Ganze bieten wir nicht nur für die Medizinstudierenden an, sondern auch in der Fort- und Weiterbildung. Im Moment, meine Kollegin, die eigentlich hier stehen sollte, ist an einer Fortbildung für eine Sana-Care-Praxis, mit denen wir kooperieren zur motivierenden Gesprächsführung. Und da bieten wir vor Ort praktisch an, dass Sie Zugriff auf .com bekommen, die Ärzte, das ganze Praxisteam. Dann laden wir Simulationspersonen ein, machen eine Fortbildung mit dem Praxisteam. Die Gespräche werden da geführt, in drei verschiedenen Phasen beispielsweise. Und dann gibt es Feedback sowohl von der Simulationsperson als auch von uns als Coaches. Ja. Das bieten wir auch nicht nur für Praxen an, auch für Kantonsspitale haben wir solche Kommunikationstrainings gemacht. Und das ist wirklich, kommt sehr, sehr gut an. Wir haben Forschung darüber gemacht, dass wenn man sich mit diesem Tool .com Deutsch vorbereitet, dass die Gespräche bei den Simulationspersonen dann signifikant besser werden als sonst. Ich persönlich hatte nie ein Kommunikationstraining im Medizinstudium. Ich habe in der Kinderneurologie gearbeitet und war hoffnungslos überfordert bei meinen ersten Patienten. Schütteltrauma, ich weiß es noch. Ich möchte gar nicht dran denken, was ich da vielleicht durch ungeschickte Kommunikation angerichtet habe. Und wir möchten halt, dass die Studierenden in simulierten Situationen auf solche Gespräche besser vorbereitet sind. Aber auch erfahrene Ärztinnen und Ärzte können noch viel lernen. Wer aufgehört hat, besser werden zu wollen, hat aufgehört, gut zu sein, hat Niels Bohr einmal formuliert. Wir können damit bessere Kommunikationsfertigkeiten erreichen, bessere Adherence, Zufriedenheit der Patientin, gerade bei der motivierenden Gesprächsführung. Und es führt signifikant zu weniger Kunstfehlern, Beschwerden. Da gibt es eine große Studie, die besser in der Kommunikation sind, verursachen einfach auch weniger Kunstfehler und damit auch dämpfen die Kosten im Gesundheitswesen. Ein Kunstfehler kann unter Umständen sehr viel kosten. Die meisten Kunstfehler sind Kommunikationsfehler, etwa 80%.
Aufruf zum Handeln. DocCom Deutsch bieten wir als Lizenz an, auch für Organisationen, ja, meistens für Universitäten. Über 20 Universitäten haben es abonniert, aber auch die Ärztekammer Nordrhein zum Beispiel hat das in die Weiterbildung jetzt eingebunden. Wir bieten Kommunikationskurse auch in kleinerer Basis im Blended Learning Format an, motivierende Gesprächsführung, Feedback-Schulung, gerade für Praxen ganz spannend, auch für Stationen. Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Wie gebe ich ihnen so Feedback, dass das Performance nachher steigt? Breaking Bad News, schwierige Arzt-Patienten-Beziehung, gerne auch noch mehr Themen. Wir sind aber auch eine Non-Profit-Organisation und ich möchte jetzt das nicht als Werbung für mich verstanden haben, sondern wir machen das auf Selbstkostenbasis und versuchen einfach gute Kommunikation an den Universitäten und in den Praxen zu propagieren und auch zu unterstützen. Ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich stehe gern für Fragen zur Verfügung. Danke für die Gelegenheit, Ihnen Open Notes vorzustellen. Open Notes. Sie alle wollen eine partizipative Medizin machen, pflegen, möchten mit dem Patienten arbeiten. Und was braucht der Patient, damit er mitmachen kann? Damit er auf Augenhöhe reden kann. Er braucht Informationen zu Gesundheitsthemen, Krankheiten. Da haben wir zum Beispiel von DeepEx gehört, wo man sich über andere Patienten informieren kann. Es gibt Netzwerke mit dem Internet. Das ist ein anderes Thema, Informationen einzuschätzen. Aber Patienten können sich informieren. Was der Patient aber auch braucht, ist die Unterlagen zu seiner eigenen Krankheit. Und hier setzt die Bewegung Open Notes ein. Vielleicht zu mir zurück. Ich kannte Open Notes nicht. Ich bin hier als Patientenvertretung, aber ich bin auch Ärztin und ich habe 2018 das erste Mal von Open Notes gehört und mich dann damit weiter beschäftigt. Open Notes ist vor allem in den USA stark, aber auch in diversen anderen Ländern. Open Notes ist eine Bewegung und hier geht es darum, den Patienten aufzufordern, die Dokumente in der Patientendokumentation, eben die Notizen und auf Englisch sind Notizen Notes, deswegen Open Notes, der Ärzte, Pflegefachpersonen und Therapeuten zu lesen, eben der Begriff. Und Open Notes studiert eben den Effekt von einer offenen, transparenten Kommunikation auf die Patienten, ihre Betreuungspartner und die Ärzte. Wenn Sie sich weiter dafür interessieren, gibt es eine sehr gute Website, wo auch Tools sind, um das zu implementieren. Wie gesagt, ich möchte Ihnen das kurz vorstellen. Die Links haben Sie überall auf den Folien. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Es ist eine internationale Bewegung. USA war sehr stark da drin und 1996 ist in den USA ein Gesetz gewesen, das nationale Standards für die elektronische Gesundheitsvorsorge definiert hat. Und hier haben Patienten das Recht gehabt, ihre Dokumentation einzusehen und zu kontrollieren, eine Kopie zu erhalten. Im Übrigen dürfen wir auch in der Schweiz unsere Unterlagen sehen. Das hat dazu geführt, dass sich in den USA elektronische Patientenportale entwickelt haben. Und das war spannend. Die Patienten haben dort gesehen ihre Termine. Sie konnten Mails schreiben, sie konnten ihre Laborsachen einsehen. Aber kein Mensch hat sich um die Verlaufseinträge der Ärzte gekümmert. Die sind beim Arzt geblieben. Die hat man den Patienten nicht gezeigt. Und dann ist 2010 eine Studie entstanden, die dann 2012 publiziert wurde. Und das war eine Studie bei über 10.000 Patienten. Da ist man hingegangen und hat in drei Institutionen Ärzte gefragt, ob sie mitmachen. Und 100 Ärzte haben mitgemacht, Ärzte aus der Grundversorgung, also wie Sie, eben in diesen Institutionen, teilweise mit Portal, teilweise ohne. Und die Patienten, die zu Ärzten gingen, die mitgemacht haben, waren die eine Gruppe und bei den Ärzten, die gesagt haben, das ist mir zu heikel, ich will nicht, dass meine Patienten einsehen, das war die Kontrollgruppe. Und die hat man verglichen und das angeschaut, dann auch die Antworten der Ärzte und die Erfahrungen der Patienten und die waren
alle sehr gut. Ich komme nachher noch zu den Resultaten. Die Erfahrungen waren sehr gut. Weder Ärzte noch Patienten wollten das wieder aufgeben. Das ist gewachsen. 2019 sind schon 20 Länder dabei. In den USA waren dort 40 Millionen. 12% der Bevölkerung hatten Zugriff auf ihre Unterlagen, Open Notes. Und andere Länder haben das flächendeckend da schon umgesetzt. Und in den USA ist 2021 Open Notes als Standard gesetzlich vorgegeben. Da gibt es ein Gesetz, dass die Information auch so elektronisch verfügbar sein muss, dass keine Blocks da sind, also dass das strukturiert, offen, also natürlich unter Kontrolle des Patienten verfügbar ist und dass ich das eben auch in andere elektronische Tools übernehmen kann. Das ist, und wenn Sie sich für die weitere Geschichte und Details interessieren, wie gesagt, ist das sehr gut dort aufgeführt. Diese Resultate eben aus diesen Studien zeigen hier, dass sowohl Ärzte wie auch Patienten wollten das unbedingt fortsetzen. Interessant ist, man hat auch Ärzte haben Angst, es gibt mehr Rückfragen, mehr Haftpflicht etc. Das hat man in den USA angeschaut. Das E-Mail-Volumen hat nicht zugenommen. Also diesbezüglich kann man beruhigend sein. Die Patienten haben das Gefühl, dass sie die Medikamente besser einnehmen, dass sie eine bessere Kontrolle der Behandlung haben, dass sie besser vorbereitet sind, dass sie den Behandlungsplan besser kennen, dass sie besser auf sich aufpassen und dass sie die Krankheit besser verstehen. Ich meine, das kennen Sie aus dem Leben auch. Wenn Sie die Unterlagen zu etwas haben, dann verstehen Sie das. Wenn Sie eine neue Wohnung haben und Sie den Plan haben, dann können Sie planen. Wenn Sie den Plan nicht haben und nur die Erinnerung, wie die Wohnung aussieht, dann können Sie die nicht möblieren. Und so ist das hier in der Gesundheit auch. Eben, die Studien zeigen, es gibt auch Studien, die zeigen, wenn Sie mit einem Patienten reden, wenn Sie einem Patienten sagen, er hat Krebs, dann ist er beschäftigt mit der Krankheit und kriegt 40 bis 80% von dem, was Sie sagen, nicht mit. Wenn er das auf Papier mitnehmen kann, die Unterlagen hat, die einsehen kann, dann kann er nachlesen, eben den Wohnungsplan nochmal anschauen. Und es gibt auch zum Beispiel eine schöne Geschichte einer Patientin mit einer beginnenden Demenz, die hat sich ihre Berichte ausgedrückt und an die Küche, an den Kühlschrank geklebt und konnte dann jeden Tag nachlesen, was der Plan war. Das war für sie sehr wichtig. Eben, das ist wichtig. Die Leute können dann auch die nächsten Schritte besser verstehen und verstehen das. Ist interessant, man hat Angst, dass die Leute das nicht verstehen, aber dank Internet, dank Google, die Patienten verstehen das und das ist kein Thema. Also Abkürzungen sind je nachdem ein Thema, aber die Leute haben also nicht anders geschrieben, sondern das sind die normalen medizinischen Berichte gewesen und die Erfahrungen sind gut. Dann, was mir wichtig ist, ist, dass man denkt daran, dass es nicht nur den Patienten gibt, sondern auch sein Netzwerk. Hier ist man in den USA eben dran gegangen und hat 3000 Nachrichten in dem System ausgewertet und 83% kamen vom Patienten, 7% kamen vom Patienten, nicht vom Patienten, sondern von einem Angehörigen, aber vom Account des Patienten. Also die Patienten haben dann quasi ihre Zugangsdaten geshared und jemandem gegeben und bei 9% war es umgekehrt. Und von dem her ist eben wichtig, auch wenn wir ans EPD denken oder an so eine Kommunikationssituation, Patienten wollen Angehörige, Betreuungspersonen einbeziehen und denen Einsicht geben. Meine Mutter will, dass ich mich um das kümmere und von dem her muss man schauen, wie man das dann auch abbildet. Eben, wenn Sie sich weiter interessieren, gibt es ein spannendes Webinar von auch Liz Salmi, eben, die das berichtet. Also von dem her, wir müssen über den Patienten hinausdenken. Dann gibt es nicht nur Open Notes, es gibt inzwischen auch Our Notes. Und hier ist man hingegangen und hat Patienten, die in die Konsultation kamen, quasi während der Wartezeit, ein iPad gegeben und sie gebeten, kurz zu erfassen, was für sie wichtig ist. Die haben weniger als 10 Minuten zu tun gehabt, meistens weniger als 60 Wörter geschrieben. Und sowohl Patienten wie Ärzte haben das sehr praktisch gefunden, weil der Patient damit die Themen von der Konsultation setzt und man dann für die wichtigen Sachen eben auch Zeit hat. Das hat die Arzttermine effizienter gemacht.
die richtigen geholfen, zu richtig zu priorisieren. Und wie gesagt, 82% der Ärzte und 73% der Patienten wollten das auch in Zukunft so machen. Ich meine, das machen sie auch, wenn sie einen Termin haben. Sie bereiten sich vor und das strukturiert das. Auch hier habe ich Ihnen einen Link dazu getan, wenn Sie mehr wissen wollen über Our Notes. Hier wäre ich am Schluss. Es gibt von der Society of Participatory Medicine ein Participatory Medicine Manifesto und das zeigt sehr schön, dass wenn wir partizipative Medizin machen wollen, dann braucht es den Health Professional, der sich ändert, aber auch den Patienten, der sich ändert. Und ich habe hier von den 5 Punkten einen rausgenommen, der hier bezüglich Open Notes wichtig ist. Hier heißt es, wir sollen die Information teilen. Das ist eine Verantwortung. Und wie gesagt, der Patient hat ein Recht auf seine Daten. Ich weiß, wir haben kein gutes EPD. Wir haben ein lahmes Pferd dort, aber es gibt doch Möglichkeiten, gewisse Sachen dort zu teilen. Oder geben Sie dem Patienten die Sachen als Papier. Haben Sie keine Angst davor, dass der Patient seine Unterlagen hat. Wir haben Erfahrungen aus anderen Ländern. Seien Sie offen, es sind seine Daten und er hat ein Recht darauf. Vielen Dank.